auch nicht entscheiden können, ob jetzt Berlin oder Stuttgart. Also beides macht sie natürlich, Professur in Stuttgart, aber arbeiten in Berlin. Allein dieses Spannungsverhältnis aus bayerischer Sicht ist fast unverständlich. Auf der anderen Seite gibt es aber eben Dinge, die schon frühzeitigst begonnen haben, wo es um diese Bandbreite geht, die an vielen Stellen ja auch mehr als verboten ist, wenn man nämlich Kunst und Gestaltung zusammenbringt. Wie das jetzt geht, müsste sie Ihnen bitte selber erklären. Bitte. Vielen Dank, lieber Boris Kochan, auch für die Einladung, wie für diese wirklich sehr charmante Einführung. Ich bin fast gerührt. Ja, nee, ich war schon ganz positiv überrascht über diese Recherche, die hier im Vorfeld betrieben wird, über das Wissen, mit dem man eigentlich schon konfrontiert wird, wenn man angefragt wird. Also das freut mich sehr. Das zeigt auch, dass ihr genau überlegt und schaut, wen ihr da kommen lasst. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und dass ich jetzt kommen konnte, diesmal wirklich, beim letzten Mal eben anscheinend nicht. Und Sie wissen, dass ich nicht aus der Typografie komme. Ich habe Exotenstatus. Dank dir aber, Ulrike, für die Einführung, weil ich bin ja ein passionierter Nutznießer von Schriften in jeglicher Hinsicht, aber habe mich selber mit dem Thema nie beschäftigt und werde es auch wirklich nie tun. Also das ist ein Gestaltungsbereich, den fasse ich wirklich nicht an, aber ich freue mich über viele schöne Schriften, die hier von den Herrschaften auch im Publikum gestaltet werden. Also bitte nicht aufhören. Es wurde ja schon angedeutet, also sozusagen mein Background ist ja vielseitig oder ich habe ein breites Spektrum an Tätigkeiten und Arbeitsweisen. Ist auch immer ein bisschen eine Herausforderung, das dann in so einem Vortrag so in die Linie, in die Reihe zu bringen. Ich bin um das Thema eigentlich sehr dankbar. Ich finde es ein ganz spannender Titel auch für eine Reihe, Umbruch mit Aussicht vom Wert des Wandels. Und habe natürlich überlegt, es ist ein sehr offenes Thema, inwieweit das für mich aus meiner Sicht auch von Bedeutung ist. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich alle meine Arbeiten auf diesem Fundament aufbauen, weil sie sich alle erstmal eigentlich aus dieser Feststellung des permanenten Wandels, der Änderung, aber auch der Umbrüche und Brüche gesellschaftlich und vor allem räumlich eben daran anknüpfen und aufsetzen. Und bevor ich jetzt einen kleinen Einblick in meine Arbeiten gebe, werde ich erstmal auch ein bisschen allgemeiner was zu meinem Standpunkt sagen in Bezug zu dem übergeordneten Thema des Vortrages. Die Aussage von Heraklit, 2500 Jahre ungefähr alt, heute noch gültig, klug, kennt man auch, ist wahrscheinlich eines der ältesten Aussagen, die man so findet, lasse ich deswegen mal im Hintergrund stehen, um erst danach dann mit den Bildern zu beginnen. Für mich ist die Ausgangslage eigentlich, also nicht nur in meiner Biografie oder in meinem Leben gibt es viele Brüche und auch Veränderungen, sondern es ist eigentlich was uns ja permanent umgibt und ich aus meiner Perspektive beschäftige mich natürlich vornehmlich mit Raum und räumlichen Veränderungen und darum wird es auch in diesem Vortrag weitestgehend gehen. Städte, Dörfer und Landschaften wandeln sich ja stetig und wir bekommen es zum einen vor Augen geführt, weil sie rasant und schnell vonstatten gehen, da werde ich für Beispiele zeigen, aber oftmals passiert das auch so langsam und über Generationen hinweg, dass wir das gar nicht feststellen können. Städte wachsen und schrumpfen und sie verändern ihr Erscheinungsbild und ihr räumliches Gefüge aufgrund ökonomischer, aber eben auch politischer Interessen und gesellschaftlicher Umbrüche. Ein ganz prominentes Beispiel ist dafür die Stadt Berlin. Ich war sozusagen live dabei, weil ich 90 direkt nach dem Fall der Mauer nach Berlin gezogen bin und ich werde über Berlin auch deswegen sprechen, weil
das schon interessant ist, was da in den letzten 20 Jahren an rasanten Entwicklungen geschehen ist, die bis heute anhalten und auch nicht an Geschwindigkeit nachlassen. Diese Veränderungen, gerade in Städten, sind natürlich oft durch infrastrukturelle Neuorganisationen bedingt, wie zum Beispiel das prominente Beispiel Stuttgart 21. Die Veränderung wirtschaftlicher Standortfaktoren, der Wiederaufbau nach Zerstörung durch Umweltkatastrophen und Kriege und so weiter sind auch Auslöser für urbanen Wandel, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und dieses Beispiel des Krieges werde ich auch noch zur Sprache bringen. Die meisten räumlichen Veränderungen sind eben über so einen langen Zeitraum, dass sie eigentlich fast unmerklich sind. Aber wie gesagt, viele gehen auch sehr rasant vonstatten. Interessant ist, dass oft für die einen Veränderungen Befreiung bedeutet, für die anderen aber auch mit schmerzhaften Erlebnissen verbunden ist. Die einen profitieren, machen Gewinn und die anderen haben eben große Verluste. Veränderungen sind immer streitbar, aber meist nicht umkehrbar. Das Projekt Stuttgart 21 ist insofern natürlich sehr prominent. Wir haben natürlich auch Berlin den Flughafen als eklatantes Desaster, ein Großprojekt, ist gerade hochaktuell, aber Stuttgart ist insofern interessant, weil es um eine innerstädtische Planung geht, die natürlich weitreichende Veränderungen in der Stuttgarter Innenstadt zur Folge hat und noch heute von massiven Bürgerprotesten begleitet wird, obwohl sie alle wissen, dass es einen Entscheid gab, in dem sich die Mehrheit der Bevölkerung für das Projekt ausgesprochen hat. Es ist aber ein zentrales Projekt, das eben das innerstädtische Gefüge in Stuttgart an einem zentralen neuralgischen Punkt auch bestimmt und eben auf diese ganze Stadt Auswirkungen hat, und dadurch sehen sich auch so viele eigentlich als betroffen. Und ich habe den Schwaben, ich bin ja selber aus Stuttgart, ich habe das tatsächlich gar nicht zugetraut, diese über so lange Zeit, auch diese Vehemenz und dieses Engagement, und war erst mal so ganz stolz auf die, man sagt ihnen ja eine gewisse Behäbigkeit nach, meinen Landsleuten, aber man muss schon sagen, mittlerweile ist man dann auch so ein bisschen genervt, weil diese ganze Diskussion auch viele spaltet, anstatt zusammenführt. Das als kleiner Exkurs. Ein Großteil räumlicher Veränderungen findet aber tatsächlich in ganz anderen Maßstäben statt. Neue Technologien, Internationalisierung, Globalisierung und so weiter verändern ganz grundlegend unsere Arbeits- und Lebenswelt und unsere Gesellschaft und Umwelt. Virtuelle Handelsgeschäfte, soziale Netzwerke bestimmen ein Miteinander in Parallelwelten abseits unserer realen Umwelt. Sie verändern unseren Umgang mit realen Entfernungen und unsere räumliche Wahrnehmung in nie dagewesenem Ausmaß. Nähe und Ferne sind nicht mehr klar bestimmbare Kategorien. Auch die Grenzen zwischen privat und öffentlich werden unscharf, zwischen innen und außen und zwischen realem und virtuellem Raum. Derlei elementare Umbrüche erzeugen einen Verlust an Vertrautheit und Identifikation und werfen Fragen auf nach einer individuellen und kulturellen Bedeutung von Identität. Also was bedeutet Identität? Womit können wir uns identifizieren? Was bedeutet auch Heimat in einer globalisierten Welt, die durch ein Höchstmaß an Flexibilität und Austauschbarkeit bestimmt ist? Wo und wie können wir heute Identität suchen oder gar finden? Und welche Rolle spielt hierbei die Architektur? Insbesondere eine Architektur ohne Eigenschaften, ohne Spezifika oder sogar ohne Ort, wie es zum Beispiel Plattenbauten in der ehemaligen DDR, die dafür stehen und über die ich im Einzelnen auch noch reden werde. Oder verbinden wir die Frage nach Identität und die Suche danach vielleicht viel weniger mit Orten und Räumen, sondern vielmehr mit Personen, mit Dingen, mit Objekten, mit Immateriellen? Das sind so Fragen, die mich umtreiben, und in meinen Arbeiten betreibe ich eine Art Spurensuche an unterschiedlichen Orten und Städten und setze mich vor allem eben auch mit räumlichen Veränderungen innerhalb der Stadt auseinander und vor allem auch mit unserer Wahrnehmung.
Diese Spurensuche könnte man als Versuch beschreiben, dem Besonderen, dem Eigenen, der Identität von Räumen, von Orten, von Städten auf die Schliche zu kommen. Mögen diese auch auf den ersten Blick so unwirtlich und unspezifisch erscheinen. Und insofern wähle ich mir eigentlich meistens Orte und Räume, die auch viel einen Bogen machen, weil sie eben eine Unwirtlichkeit zeigen, die nicht unbedingt einen Attraktor darstellen. Bevor ich aber jetzt auf die Projekte eingehe, noch kurz auf die Art, wie ich vielleicht arbeite. Ich habe so ein Schema gefunden, das das vielleicht ganz gut illustriert. Und zwar, man könnte sagen, ich laufe auf 3 oder 4 Beinen, das verlangsamt die Geschwindigkeit, aber es gibt dadurch eben, es entstehen Zusammenhänge und komplexe Gefüge. Und insofern ist es auch, also man muss sagen, mein Hintergrund ist eben die Architektur, die Kunst, das Design, aber eben auch die Wissenschaft. Ich habe in allen Feldern studiert und versuche eben auch diese Felder zusammenzubringen, wobei nicht strategisch, sondern das ist quasi zwangsläufig. Deswegen haben meine Projekte oder Themen auch immer eine lange Laufzeit, die gehen über Jahre, werden dann aber auch in allen verschiedenen Bereichen eigentlich abgehandelt. Insofern entsteht immer auch eine Publikation, deswegen ist mir die Schrift so wichtig, und also Texte dazu, aber eben auch viel visuelles Material. Und ich habe ja Architektur erst, also Kunst, Architektur studiert, war viel im Designbereich auch tätig und habe jetzt aber versucht, um das Ganze zu komprimieren, eigentlich nicht Ihnen das ganze Spektrum einfach zu zeigen, sondern eher zu versuchen, da eine Linie reinzubringen. Es ist übrigens ein Schema, ich löse es auch kurz auf. Am Schluss entsteht da ein schwäbischer Hefezopf, eine Spezialität meiner Heimat. Aber das ist ein Zufall, dass es sich als Modell so gut angeboten hat. Wahrnehmung gestalten ist ein Titel, den ich nicht gewählt habe. Das hat auch die TGM gemacht. Ist für mich auch interessant, ein Titel so serviert. Willkommen, das heißt nicht, dass ich mich davon distanziere. Ich fand den sogar sehr spannend, weil ich mir dann wirklich überlegt habe, was heißt eigentlich Wahrnehmung gestalten? Kann man das? Und tatsächlich, es ist wirklich ein Aspekt, mit dem ich mich ganz vielseitig beschäftigt habe. Und ein Faktum, wo man in die Geschichte zurückblicken kann, ist eigentlich zum Beispiel, es fängt schon an mit Zeichenmaschinen, mit Darstellungsmethodik, mit Darstellungsapparaten. Dürers berühmtes Beispiel einer Perspektivmaschine, die schon zeigt, dass so eine Art der Form, also wenn ich auch mir überlege, arbeite ich analog, arbeite ich digital, also meine Apparaturen, also Nietzsche hat mal gesagt, das Schreibzeug arbeitet an den Gedanken mit, wenn ich schon mir ein bestimmtes Medium der Darstellung suche, heißt es letztlich auch, dass meine ganze Kreativleistung ein Stück weit von diesem Medium mitbestimmt ist und letztlich auch einen Einfluss darauf ausübt, was am Ende darauf rauskommt. Und der Ausschnitt, den ich mir wähle als Aussicht auf bestimmte Faktoren, ist eben auch ganz relevant, also in welcher Größe der ist. Und das ist ein Bild, mit dem ich dann gleich nach Berlin einsteigen möchte. Berlin Anfang der 90er Jahre. Sie werden es nicht erkennen, Berlin sieht man auch nicht. Das war ungefähr die gleiche Jahreszeit wie jetzt und etwas trübe. Es war der Ausblick aus dem Rohbau von Daniel Liebeskind Jüdischem Museum, das natürlich schon lange fertiggestellt ist und zum Beispiel auch mit dem Thema Fensterdurchbruch ganz unkonventionell umgegangen ist. Ich bin, wie gesagt, 1990 nach Berlin gegangen. Ich habe dort an der UDK, Universität der Künste, studiert. Und ich bin sehr dankbar, dass ich zu dieser Zeit diese Stadt miterlebt habe. Zwar von den Anfängen, so wer von Ihnen zu dieser Zeit oder noch vor dem Mauerfall in Berlin war, kann sich an zahlreiche Häuser und Brandwände in dieser Form erinnern. Das war im Westen, nicht im Osten, aber im Osten sah es genauso aus. Und überall in dieser Stadt, die ja eine wirklich sehr wechselreiche Geschichte hat, ist natürlich Historie sichtbar und spürbar, verfolgt einen auf Schritt und Tritt. Das ist jetzt auch kein Bild am ehemaligen Mauerstreifen, sondern am Saviniplatz und auch gar nicht so alt. Aber es ist interessant, dass da immer noch in Städten und auch vor allem an Häuserwänden sich so viele historische Spuren ab
bilden und die haben es mir auch angetan. Ich habe damals diesen Wandel, ich habe eigentlich fast nur diesen Wandel, diese Veränderungen dokumentiert, weil man so das Gefühl hatte, oh Gott, man muss irgendwas festhalten, weil alles verschwindet. Und das sind zum Beispiel Bilder von dem ehemaligen Außenministerium. Das wurde erst saniert und dann abgerissen. Das war natürlich auch ein gutes Beispiel, wie gut Berlin mit Geld umgehen kann und wie sinnvoll es ist, einzusetzen weiß. Und ich habe dann angefangen, eben mit Schnitten und Collagen eigentlich diesen auch Akt des Rückbaus, wie man das dann schön formuliert, heißt nicht Abriss, sondern Rückbau. Da steht das Außenministerium noch, unten sind schon die Spuren, die darauf hinweisen, dass es auf dem abgerissen wird und Sie sehen, oben noch spiegelt sich der Palast der Republik, der ja bekanntlich mittlerweile auch schon nicht mehr steht. Oder so eine Mehrfachbelichtung, die ganz spannend ist, weil es zeigt auch die Gleichzeitigkeit von Ereignissen innerhalb dieser Stadt. Vorne schon die ersten Planungen, Neuplanungen für dieses Gebiet am Schlossplatz. Der Blick auf den Dom, dahinter das eingerüstete Außenministerium, das da noch damals noch saniert wurde eben, bevor es abgerissen wurde. Und hinten sehen Sie den eingehüllten Reichstag von Christo, was auch da war. Also eine temporäre Installation, die eine unglaubliche Wirkung hatte. Also Berlin war und ist noch heute eigentlich eine Stadt, die sich unglaublich verändert. Und ich habe diese Arbeiten zum Teil, also verändert natürlich auch aufgrund des Zerfalls logischerweise. Das ist eine ehemalige Kaufhalle im Ostgebiet noch, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich wirklich abgerissen ist. Ich habe diese Arbeiten zum Teil Berlin-Tuning genannt, weil sich die Stadt so rasant verwechselt und dieser Film Dark City, der spielt ja mit diesem Wort Tuning, dass die Bewohner am nächsten Tag aufwachen und die Stadt sieht komplett anders aus. Das war so eine Arbeit, die ich gemacht habe für so ein U-Bahn-Projekt. Das sind alles Fotografien von Rückseiten, von Postkarten, von Ansichten, die es schon da nicht mehr gab von Berlin. Und es sind viele und mittlerweile gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Auch ein ganz interessantes Phänomen oder ein absoluter Umbruch für vor allem ehemalige DDR-Bürger war diese rasante Abwicklung der DDR-Kultur. Also man muss sich vorstellen, dass eigentlich fast von heute auf morgen in den Supermärkten das komplette Warensortiment ausgetauscht worden ist. Und ich war ja der erste Jahrgang eigentlich damals, der mit jungen Studenten aus der ehemaligen DDR zusammen studiert hat. Also 1990 war das erste Mal so, dass wir zusammen studiert haben und meine Kommilitonen waren also eben ehemalige DDR-Bürger, die größte Verzweiflung darüber hatten, dass sie ihre Zigaretten nicht mehr bekommen haben, dass sie ihr Shampoo nicht mehr gefunden haben, dass eigentlich die komplette Produktpalette verschwunden ist. Und das hat mir gezeigt, eigentlich, wie wichtig diese Warenwelt geworden ist und welchen hohen Identifikationsgrad eigentlich diese Alltagsprodukte darstellen. Ich habe die damals gesammelt, die wurden dann so verramscht in irgendwelchen Hallen und ich habe dann angefangen, die zu sammeln, weil die hatten auch so eine skurrile Eigenheit. Es gab unheimlich viele Fehlerprodukte, weil ja alles über Masse funktioniert hat. Viel und billig zu produzieren, gingen ja auch immer die Fehler in Serie und ich fand das ganz spannend. Eben habe dann Lampen gesammelt, die nicht stehen, Stehlampen, die nicht stehen, weil der Schwerpunkt falsch war und die gab es dann halt gleich massenweise und wurden auch verkauft. Ein Dummer wird sich schon finden sozusagen oder in Ermangelung beziehungsweise in Ermangelung dessen, dass es keine funktionierenden gab, haben die eben auch noch ihren Besitzer gefunden. Und eins meiner ersten Architekturprojekte war dann auch ein konzeptuelles Vorschlag für einen Laden in der Karl-Marx-Allee, auch eine historisch bedeutsame Straße, ehemals Stalin-Allee, in den Bauten von Hermann Henselmann, dort eben so ein Ladenkonzept einzurichten, wo es diese DDR-Produkte ehemals noch gibt. Und das ist nur ein kurzes, wie ich zeige, das ist auch so wirklich eine Spurensuche, das erkennt man vielleicht auch, die halt versucht, wie kann ich auf vorhandenen Strukturen eben neue Strukturen aufsetzen, wie gehe ich mit Vorhandenen, mit Alten um, wie gehe ich mit Geschichte um und was kann ich eigentlich Neues
finden. Ich will jetzt auch gar nicht auf das Raumkonzept näher eingehen. Es war nur die Idee, dass man eben zum einen noch einen Ladenbereich erhält, in dem diese Waren zu kaufen sind, dass es eben einen kleinen Ausstellungsbereich gibt, wo diese ganzen Fehlprodukte und skurrilen Produkte, die man eigentlich nicht mehr auf dem Markt verkauft, auch noch ihre Berechtigung, ihre Daseinsberechtigung haben und eben auch ein Restaurant, wo es eben so ein kommunikativer Treff gibt. Ein ganz großer Themenkomplex, mit dem ich mich, was heißt, es ist ein Thema, aber ich habe mich sehr weitreichend damit beschäftigt und sehr facettenreich, ist das Thema Plattenbau. Der Plattenbau ist wirklich eine ganz spezielle Architektur und Phänomen, muss man sagen. Also es geht weit darüber hinaus, nur ein Gebäude zu sein, sondern es ist wirklich ein kulturelles Phänomen, an dem sich schon zu DDR-Zeiten auch die Geister geschieden haben. Für die einen war das begehrter Wohnraum, also es war ein privilegierter Wohnraum, wo es eben Fernheizung gab, alle möglichen Komfort. Das Gegenmodell war natürlich die Kohleheizung und deswegen eine sehr begehrte Wohnungssituation. Aber dadurch, dass es ein Privileg war, waren natürlich auch viele Parteifunktionäre und auch Parteitreue in diesen Siedlungen untergebracht. Und es gibt auch viele Leute, die gesagt haben, es waren Stasi-Hofburgen, die haben sie gemieden. Also es ist diese Dichotomie, die in diesen Plattenbausiedlungen eingeschrieben ist, die gab es schon von DDR-Seite aus für uns, die eigentlich, oder für mich jetzt, die ich aus dem Westen kam, nicht in so einer Siedlung oder in einem Hochhaus groß geworden bin. Das ist natürlich schon erstmal so eine Sache für sich und nicht gerade ein Gefühl von Heimat stellt sich da ein. Welche Dimension die Ausbreitung von Plattenbauten hat, zeigt dieses Schema, dass es zeigt, wie viel auch gebaut worden ist, auch bestimmte Typen. Und die Idee, muss man auch dazu sagen, war eigentlich erstmal, das ist ein Beispiel für eine Siedlung in Berlin, alles, was so umgrenzt ist, dieser deformierte Halbkreis ist sozusagen die Plattenbausiedlung mit einem Industriegebiet. Die ursprüngliche Idee, die dahinter steckt, ist oder diese sozialistische gute Idee, die dahinter steckt, war ja jedem seine Wohnung zu bieten und zur Verfügung stellen zu können. Und das ist ja schon ein hehres Ziel. Und die DDR hat in so sogenannten Fünfjahresprogramm versucht, eben ihre Steigerung an Produktion, Wohnungsproduktion immer mehr voranzutreiben, um eben innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel Wohnraum zur Verfügung zu stellen und gerade mit der Idee dieses sozialistischen Gleichheitsprinzips möglichst viele Leute an diesem Komfort partizipieren zu lassen. So sieht es dann realita aus. Ich habe gesagt, es ist nicht gerade das Gefühl von Heimat, das sich einstellt, bei mir nicht, aber interessanterweise, ich war mit einer Freundin da, die in Riga aufgewachsen ist, das Erste, was sie sagte, war, sie fühlt sich total zu Hause. Und das fand ich absolut interessant, nämlich der Umstand, dass diese Architektur, die es ja nicht nur in Ostberlin oder in der ehemaligen DDR gibt, sondern in Kuba, in den ganzen Ostblockgebieten, in Russland, eigentlich eine Form von globaler Architektur ist, die überall in der Welt auftaucht und Leuten, die in diesen Plattenbauten aufgewachsen sind, tatsächlich überall auf dieser Welt Heimat vermittelt. Das ist wirklich ein absolut spannendes Phänomen. Ich habe diese Siedlung Lichtenberg jetzt hier mal zerlegt als Modell. Und zwar habe alle Gebäudetypen, die es da gibt, mal aufgereiht. Sie sehen 8 Wohnhochhäuser. Links die nennen sich WHHGT 1821, natürlich Produktpalette, ja, Massenfertigung, Taktstraße, die Häuser werden wirklich maschinell gemetert, auch eine ganz spannende Geschichte, wie die hergestellt werden. Das sind dann diese sogenannten P211er, ich glaube, da kommt noch mal einer, nee, das ist der WHHGT 1821, so wie er dann aussieht. Und das sind die P211er und Lichtenberg rühmte sich lange damit, dass es den längsten Gebäuderiegel Europas hatte, der nicht zum Durchgehen war, nämlich fast 300 Meter lang. Ich muss nochmal zu dieser Produktpalette, ich spreche auch davon, weil es sind wirklich wie Produkte. Das hier ist
der sogenannte WWS 70 hier ein bisschen zerlegt in seine Einzelteile. Also es ist wirklich wie ein Prinzip des Baukastens und ich stelle die dann zusammen und ich kann natürlich diese Teile an endlos metern. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen auch gleich. Und hier hinten ist der sogenannte Schultyp, also er heißt nicht so, aber das ist entweder Schulgebäude oder Kita. Also in der Siedlung gab es 4, bekanntermaßen ist Ostberlin extrem gut mit Kitas und so ausgeschaut, vorbildlich, also da, wo es überall mangelt, wir haben genug. Und dann gibt es eben immer noch diese Funktionskaufhallen und so weiter. Und das ist eigentlich das Standardsortiment, aus dem die meisten Siedlungen zusammengebaut werden. Die Idee war ursprünglich eine ganz andere. Die Idee des Baukastens geht ja auf Walter Gropius zurück und die Idee war eigentlich eine Reaktion mit einem standardisierten Programm auf individuelle Wünsche einzugehen. Eigentlich eine sehr gute Idee. Den Architekten, als es noch Architekten gab, die sind ja, viele sind ja geflohen, als klar war, als es noch ging, dass man diese Plattenbauweise nur funktioniert, wenn man auch wirklich ein Sortiment an verschiedenen Typen anbietet, damit man eben nicht diese Monotonie erzeugt und nicht diese endlose Wiederholung. Es hat eben nicht geklappt, weil die 5-Jahres-Programme dann doch gewonnen haben, das Kalkül der Effizienz sozusagen, die Übermacht gerne. Bei all der Gleichförmigkeit und Wiederholung war mir natürlich wichtig herauszufinden, was sind eigentlich die Differenzen und wo gibt es die Unterschiede. Und es ist schon interessant, wenn man durch eine Siedlung geht, auch wie viele unterschiedliche Fassaden es doch gibt. Und ich habe dann angefangen, die wirklich wie so ein Biologe, also wie ein Wissenschaftler durch diese Siedlung zu gehen und nicht Knospen zu bestimmen, sondern Fassadentypen bzw. Gebäudetypen zu analysieren und dann habe ich wie so ein Bildarchiv angelegt mit diesen ganzen Ausschnitten von Fassaden, die ich mediale Module genommen habe und die jetzt noch reines Dokument sind, die aber dann zum Spielball wurden in meinen Arbeiten. Teilweise sehr, sehr schöne, also Thomas Demand habe ich neulich gesehen, der hat die in Pappe nachgebaut, in Papier, habe ich auch gedacht, war hat er, die ist gleich, aber die ist einfach wirklich schön, ja, also ist schon eine tolle Formsteine, wie die auch zum Teil genannt worden sind und das natürlich auch solche Versuche, Fassaden und Flächen zu strukturieren und zu ornamentieren, was wirklich spannend ist und ich habe einen riesigen Fundus damit aufgebaut. Und dann habe ich auch angefangen, mit diesen Fundstücken eigentlich zu spielen und die in neue Reihe zu setzen und auch zu transformieren und auch in ihrer Darstellungsweise. Und zwar immer nur mit Architektur, deswegen heißt es Architektur des Verschwindens, die, wo bekannt war, dass die dem Abriss anheimgegeben werden. Das Gebäude steht zwar heute noch, das wird aber definitiv in den nächsten Jahren abgerissen. Und ich habe einfach angefangen, mit diesen Strukturen zu spielen, habe eigentlich es war auf der einen Seite was zu bewahren, zu erhalten, indem ich es dokumentiere, aber auf der anderen Seite auch das als Material zu nutzen, um auch auf Potenziale hinzuweisen. Das ist dann ein Projekt, das mir schon sehr wichtig war, weil es genau mit diesem Erinnern und Vergessen, mit diesem Verschwinden von diesen Fassaden oder Räumen, Architekturen geht. Die Architektur steht in der Regel noch, aber die Äußerlichkeit verändert sich komplett. Das hat den Grund gehabt, dass die natürlich bautechnisch viele Probleme hatten, die Fassaden waren nicht gedämmt, man fand sie hässlich, also wurden sie verhübscht und neu ornamentiert. Und das heißt eigentlich, dass dieses ganze Antlitz dieser Stadt, mit dem sich eben so viele identifizieren können, plötzlich komplett verändert worden ist. Schöner ist es nicht geworden, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube, da gäbe es einen ziemlichen Konsens hier im Publikum, ob es einem gefällt oder nicht, obwohl sich ja über Geschmack bekanntlich streiten lässt. Aber mir war einfach wichtig zu thematisieren und auch mit diesem Erinnern und Vergessen zu spielen. Und ich habe dieses Spiel auch mitgebracht, was ich Ihnen kurz vorführen möchte. Das war sozusagen dann ein digitales Memory zu Plattenbau und anderen modularen Utopien. Und es ist sozusagen ein Set an diesen Fassadenausschnitten, die ich... Es war doch da! Jetzt bin ich natürlich hier in einem Vorführmodus. Ah ja. Also, wenn ich dann zwei finde, wie Sie sehen, das wollte ich ja demonstrieren, dann verschwinden die.
Und im Prinzip kann man dieses Spiel, spielt man sozusagen, war da nochmal eins, echt? Ja, es sitzen immer Trauben davor und spielen miteinander. Ich habe eigentlich noch nie jemanden das alleine spielen sehen, aber der Witz ist, man kann das schon alleine spielen und es geht auf Zeit. Ich habe natürlich jetzt eine schwierige Anordnung, weil es sind sehr viele, man kann eine Bildschirmauflösung verstellen und dann kann man eben die Anzahl der Karten minimieren. Kinder sind extrem gut da drin, das ist echt auffällig. Und dann gibt es eben noch diese Infoseite, die dann entlarvt, was sich hinter diesem Fassadenbild verbirgt, nämlich eben der Typ P211, das war diese Stirnfront, wo der stand und aus welcher Zeit die Baureihe stammt. Also eine kleine Plattenbaukunde noch so nebenbei. Ich bin ja auch in der Lehre tätig, das merkt man, als fast didaktisch. Ja. Und dann gibt es eben noch eine Ebene zu Utopie, oh, das wollte ich jetzt nicht zeigen, Stadtmodellen und Utopiemodellen aus 500 Jahren Stadtgeschichte, wobei natürlich auch die Sims hier ihre Daseinsberechtigung bekommen haben. Und Urban Sushi und dazu auch eben wieder die Info Seite, die dann auflöst, was sich hinter diesen Bildern an Utopiemodellen verbirgt und aus welcher Zeit. Also es ist ein Spiel mit dem Erinnern und Vergessen, auch einfach mal ein spielerischer Umgang mit dem Thema, das ja nicht unbedingt immer nur Freude bereitet, aber das Schöne war, dass ich dieses Spiel, das habe ich im Zuge dieser Ausstellung Museotopia in Hagen im Karl-Heinz-Osthaus-Museum entwickelt und ich habe mich eben auch viel mit Utopie beschäftigt und den Plattenbau als ein utopisches Modell, das gescheitert ist, wie eben die meisten Utopiemodelle und das genauso diese Dystopie, also genau dieses Gegenbild der Utopie in sich trägt, nämlich immer diesen Januskopf eigentlich hat, als utopisches Modell einzuführen. Und das Schöne war, dass ich dann auch gefragt worden bin, also dieses Memmodul immer wieder in Ausstellungen als Installation aufzubauen. Und Sie sehen, es waren immer eben immer mehrere Leute, die gespielt haben, hier in München in Kammerspielen. Und dann, man sieht, es entstehen dann Diskussionen, die Leute reden darüber. Und ich meine, was Schöneres kann eigentlich dann in so einem Fall nicht passieren. Aber zurück zur gebauten Wirklichkeit, zum Plattenbau, also weil jetzt gehen wir nochmal in die Gebäudestruktur rein, die auch sehr speziell ist. Es ist eigentlich sehr interessant, aber auch sehr simpel, weil im Prinzip ist es ein Plattenbau, wie der Name schon sagt, ist wie so ein Kartenhaus aus lauter einzelnen Elementen zusammengesetzt. Wenn ich eins rausziehe, bei den meisten fast alles trägt, dann stürzt das Kartenhaus zusammen, was natürlich die Möglichkeiten begrenzt. Es ist aber viel mehr möglich, als man eigentlich dachte. Mit bestimmten bautechnischen Eingriffen kann man doch aus einer ziemlichen Monotonie oder Reduktion an Grundrissformen doch viel verändern. Also ich habe das als Architektin dann auch gemacht und habe da auch einen Wettbewerb gewonnen, weil ich gezeigt habe, dass man doch die Möglichkeit hat, in einem Wohnblock 120 Grundrisse doch rauszuholen, die unterschiedlich sind. Was ich hier aber gemacht habe, war diesen Modellcharakter oder was ist eigentlich, was macht den Plattenbau aus, nochmal auf die Spur zu gehen, das ist auch sehr simpel. Ich habe, also was ist das, die kleinste Einheit, die ich brauche, um so ein Gebäude zu machen? Das ist ein Raster, das sind 27 Grundmodule, wenn ich jetzt den WBS 70 zerlege, der ist der meistgebaute Typ. Und dann komme ich auf ein Regelgeschoss, das sehen Sie eben da rechts und das stapel ich und dann meter ich und zack, fertig ist die Platte in endlosen Riegeln. Also so einfach, mehr oder weniger. Ich brauche natürlich noch ein paar Gebäudeabschluss und so weiter, aber es ist sozusagen das Grundprinzip, das ist natürlich ein unglaublich effizientes System. Ist. Und ich habe dann in dieser Ausstellung Museotopia in einem Plattenbaumobiliar dieses Baukastenmodell Platte wieder in seine Ursprungsform zurückgeführt, nämlich als Baukasten und mit diesen Sortimenten und habe dann den Besuchern die Möglichkeit gegeben, die eben nach völlig regellosen Gesetzmäßigkeiten wieder neu zusammenzufügen. Also Chaos statt Ordnung, statt Raster, willkürliche Kombinationen und Konstellationen, um letztlich diese Platte wieder zu befreien.
und dazu eben auch meine erste Publikation gemacht, die damals eigentlich vom Museum als Katalog uns angeboten war, den Künstlern einen Katalog zu machen. Es hat mich aber überhaupt nicht interessiert, da jetzt eine Dokumentation über meine Arbeit zu machen. Ich fand es nicht so wichtig, sondern ich habe Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen angeschrieben im Vorfeld und habe denen meine Arbeit gezeigt, was ich da gemacht habe, und habe sie mit diesem Plattenbauthema konfrontiert in Bezug auf Utopie, und dann haben alle reagiert, und deswegen ist so ein richtig kleines, ich würde sagen diskursives Projekt entstanden innerhalb dieser zwei Buchdeckel, wo ein bisschen meine Arbeit drin ist, aber eben auch Texte von Soziologen, Medienwissenschaftlern, Kunsthistorikern und so weiter. Und das war sozusagen für mich die erste Form einer interdisziplinären Publikation. Ich habe die damals, ohne irgendeine Ahnung haben, komplett selber gestaltet, und es war in einem wirklich kurzen Zeitraum von 2 Monaten. Damit war sozusagen mein erstes Buch gemacht, und es sollten eigentlich viele Folgen oder mehrere Folgen in der Richtung. Hier nochmal so mein Spiel mit diesen Platten. Ich habe einfach das entmaterialisiert und immer mit diesem Grundsortiment eben die komplett in die Luft gehen lassen und sozusagen von dann schweben. Constructing Utopia ist sozusagen der Punkt, der mich da sehr interessiert hat. Also wie setzen sich utopische Räume, Modelle zusammen? Was steckt eigentlich für Ideen hinter diesen Konstruktionen? Und das ist auch wieder so ein Buch, das Beiträge von unterschiedlichsten Disziplinen in einem Buch zusammenträgt und eben nochmal das Ganze theoretisch aufgearbeitet hat. Und für mich jetzt wieder eine Grundlage ist, um dann jetzt in Zukunft wieder mit dem Thema Utopie auf der Gestaltungsebene weiterzuarbeiten. Wir springen nochmal zurück zu den medialen Modulen. Hier sieht man sie nochmal. Das sind sozusagen mein Ausgangsmaterial, mit dem ich jetzt weiterarbeite. Ich habe es erstmal an andere Orte gesetzt, wie hier in Gendarmenmarkt ins Konzerthaus. Es waren übrigens Heizkörperverkleidungen, die haben exakt da reingepasst. Oder hier im Medienzentrum des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben die exakt in dieses Raster der Wand gepasst. Ich habe angefangen, mit den medialen Modulen selber neue Fassaden zu bauen in Form von Tapeten. Habe dann sozusagen eine kleine Tapetenkollektion gemacht und die dann angefangen, plötzlich ins Innere zu montieren. Und man sieht schon, es gibt doch sehr interessante Effekte, weil man nicht so recht weiß, wo sitzt man jetzt eigentlich. Also dem Mobiliar nach ist es eindeutig innen und der Vorhang auch, aber irgendwie wirkt es doch etwas seltsam in der Anmutung. Oder hier, das Bild ist nicht optimal, weil es hat wirklich diesen Anschein gehabt, wie wenn durch diese Etage dieser Plattenbau durchgesteckt ist. Und es ist im Verhältnis 1:7, das ist eine sehr komische Maßstab, weil man irgendwie fast meint, es wäre echt, was ja gar nicht sein kann. Also das traurige bisschen, das wird jetzt bei allen Bildern sein, dass natürlich solche Rauminstallationen im Raum wirken, und das Bild ist eben ein Abbild, das letztlich das nicht so ganz gut beschreiben kann. Oder hier, das war jetzt eine Installation letztes Jahr im Kunstmuseum in Stuttgart. Da habe ich sozusagen ein Gebäude im Gebäude, also einen Raum, eine Architektur im Raum, also quasi einen Plattenbau en Miniatur, wobei ich den komplett zusammengebaut habe, und auch diese Elemente gibt es so nicht. Also ich habe eine Fassade komplett zerlegt, transformiert, diese Farbigkeit gibt es natürlich auch nicht, und im Hinblick auf diesen, das ist ein Fahrstuhlschacht, der sich dahinter verbirgt, komplett neu zusammengebaut, also maßgeschneidert auf diese Raumsituation. Und auch Miniatur, klingt sehr klein, ist aber, wie man sieht, das war 10 Meter hoch, also schon wie ein richtiges Haus im Haus. Und das Schöne war, dass es ein Glasschacht ist und dahinter der Fahrstuhl immer hoch und runter fuhr, und man hat immer das Gefühl, dass die Lichter an und ausgehen, wenn dann der Fahrstuhl vorbeiging. Also es war richtig gehend belebt. Und das war auch eine ganz spannende Situation in einem Schloss im Souterrain, im Basement, in der Akademie Schloss Solitude. Die haben unten diesen 50 Meter langen Raum, den sogenannten unteren Hirschgang,
Und den habe ich dann mit diesen Entschuldigung, Fassaden ausgekleidet. Und da hatte man auch diese Wirkung, wenn man in einem Raum steht und guckt raus, das ist wie wenn man in so einem Parkhaus ist und dann steht direkt vor der Ebene, auf der man sich befindet, eigentlich, dass man wie vor einer Wand sich befindet oder vor die Wand läuft. Und hier sieht man auch, dass es eine leicht gekrümmte Wand war. Also eine sehr spezielle Raumsituation. Und spannend war die Reaktion der Besucher auch, weil es ist so, man kommt so ein bisschen, es ist wirklich eine richtig radikale Wiederholung. Man kann das hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Und es ist sozusagen dieses Prinzip des Plattenbaus auf die Spitze getrieben, dass ich eigentlich Ausschnitte in sich auch nochmal dopple und wiederhole. Und dadurch diese Monotonie eigentlich bis ans Extreme führe. Aber was mich so gereizt hat, war, dass in diesem seriellen und sich permanenten Wiederholen ja auch so eine Ästhetik des Minimalen drin steckt. Also es ist so wie so ein schönes Schauern. Und den Besuchern ging das auch, es war immer so eine Gratwanderung zwischen Erschrecken und auch einer Anziehungskraft, die in so einem Raum wirkt. Und was man auch noch dazu sagen muss, es war ja eine Lichtprojektion und es fanden dann wie so performative Interaktionen statt, dass die Leute dann auf der Suche nach ihrem Schatten waren und es hatte auch eine eigene Akustik, also haben sich ganz spannende Verhaltensweisen entwickelt. Ganz unabhängig davon, dass jeder so mit dieser Wahrnehmungsapparatur, das es ja letztlich auch ist, und das wird man jetzt gleich nochmal sehen, konfrontiert ist. Auch hier ein Kunstraum in Stuttgart, spannender Raum, habe ich auch angefangen zu tapezieren. Aber diesmal eben nicht nur in der vertikalen, sondern auch in der horizontalen. Und dann war natürlich Land unter, also keine Ahnung mehr, wo oben und unten oder sonst was ist. Also ein klaustrophobischer Raum, wobei ich da schon angefangen habe, diese einzelnen Details und Module auszutauschen. Also das ist so, dass sich Dinge wiederholen, das sieht man vielleicht hier. Hier ist das gleiche Fenster wie hier, bloß ist es Sitz und hier ist das gleiche wie hier, aber man sieht, dass irgendwas ist da ganz komisch. Hier ist das gleiche wie... Nee. hier ist das gleiche wie... Also es gibt so ein permanentes Spiel mit so Details austauschen und man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, mit was man es hier zu tun hat. Also wiederholt sich was oder nicht? Ja, schon, aber doch nicht richtig. Also eine komplette Irritation in einem Raum, der so doch etwas ungewöhnlich wirkt. Und vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, dass es kein realer Raum, es war ein realer Raum, aber das, was Sie sehen, ist kein realer Raum, sondern es ist ein Bild. Und wir haben natürlich deswegen konsequenterweise die Eröffnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite gemacht, wo die Illusion, die räumliche Illusion perfekt war. Es ist eine Art von Wahrnehmungsmaschine oder auch eine Darstellungsapparatur. Und wie Sie wissen, mit der Perspektivmaschine von Dürer, bei der Perspektivskonstruktion habe ich natürlich einen fixierten Standpunkt, Betrachterstandpunkt. Wenn ich den verlasse, dann ist das Bild nicht mehr so ganz korrekt. Das war aber spannend, weil das Publikum waren hauptsächlich Leute, die den Raum kennen und keiner hat kapiert, dass es eine Simulation ist. Das hat mich wirklich verblüfft, auch obwohl die ihren Betrachterstandpunkt eigentlich gar nicht eingehalten haben, aber es ist spannend zu erfahren, wie sehr sich das menschliche Auge doch täuschen lässt. Also deswegen kann man eigentlich sagen, dass diese Installationen auch so eine Art Wahrnehmungsmaschinen sind, die auch wie so ein Testfall sind für die Leute, die das dann sehen, Betrachter sind. Ein anderer Raum noch in Berlin, die Architekturgalerie von Ulrich Müller. Nochmal das gleiche Prinzip, all over Tapete. Auch nochmal mit diesen Transformationen, dass man das Bild bearbeitet und dadurch plötzlich auch nochmal andere Dinge sichtbar werden. Spannend vielleicht auch kurz, dass diese Individualisierungen, die in den Fenstern sind, die werden plötzlich unheimlich wichtig, wenn sich immer was wiederholt. Schaut man nach jedem kleinen Detail. Und ich hatte in Ausstellungen schon Besucher, die mir gesagt haben, ich kenne jemanden, der da wohnt, ganz bestimmt. Und die wussten gar nicht, wo das ist. Man hat sofort irgendwie das Gefühl anscheinend, dass da irgendwie man eine Wiedererkennung hat oder vielleicht sucht auch das Auge nach irgendwas, was es erkennt und was einem vertraut ist.
Hier ging ich dann noch einen Schritt weiter, da habe ich angefangen, eigentlich Raumelemente auszutauschen. Und das ist natürlich auch ziemlich gemein, weil man irgendwie schon merkt, irgendwas ist da ganz komisch, da stimmt irgendwas, stimmt da nicht. Es sind zwei Effekte, die entstehen. Ich habe natürlich einfach, ich verrate jetzt mal, aber man weiß, sieht es ja auch, ich habe natürlich das hier als Bildelement genommen, habe sie wieder reingesetzt. Also, und das stimmt natürlich perspektivisch überhaupt nicht, kann gar nicht sein. Und die stimmt schon irgendwie, gibt es aber natürlich auch nicht. Also ich habe sozusagen die Architektur verändert, aber auch nicht korrekt. Und das war auch beabsichtigt. Aber das ist witzig, wie lange man, wenn man es nicht so verrät, wie ich das jetzt natürlich tue, manchmal doch eine ganze Weile braucht, bis man versteht, dass das eigentlich, also was falsch ist. Weil wir nehmen ja Räume und perspektivische Bilder wahr. Das ist sozusagen in unserem, ich sage jetzt nicht täglichen Sprachgebrauch, aber es ist wie Fahrradfahren. Wir denken nie darüber nach, wie das funktioniert. Aber wenn es dann eine Störung gibt, muss man plötzlich sich überlegen, ja, wie funktioniert eigentlich eine korrekte Bilddarstellung oder eine korrekte Raumdarstellung im Dreidimensionalen. Und man kann das natürlich ad absurdum führen. Mein Escher und so Leute haben es permanent gemacht, aber in dieser Sprache mit dem Foto ist es natürlich auch nochmal eine andere, weil wir glauben dem Foto ja oft viel mehr als bei einer Zeichnung wissen wir, dass sie Fiktion ist. Also man kann da ganz schöne Spielchen machen. Und um das abzuschließen, ist es so, dass ich am Schluss von diesen Spielen steht dann immer wieder so ein Leuchtkasten beziehungsweise ein Lichtrahmen, der letztlich eine Dokumentation von einer temporären Installation ist. Und damit ist für mich das Projekt dann abgeschlossen. Ich habe sozusagen wieder eine Dokumentation von einer temporären Intervention. Und damit dann auch noch glücklicherweise ein Produkt, das man dann in Galerien ausstellen kann und sogar verkaufen. Auch praktisch. Wobei es für mich in erster Linie eine Dokumentation ist. Und ja, und damit ist sozusagen dann das Projekt abgeschlossen. Und das Letzte, was ich Ihnen als Beispiel zu dieser Serie noch zeigen möchte, ist das Containerprojekt, das ich in Wien realisiert habe. Bei dem Paraflows Festival for Digital Art and Culture, da geht es darum, dass die Künstler, unterschiedliche Künstler eingeladen haben und ich hatte einen eigenen Container zur Verfügung gestellt bekommen, in dem ich sozusagen Containerräume eingebaut habe. Das ist natürlich perspektivisch für Sie jetzt komplett falsch, hat auch keine räumliche Illusion, es klappt vielleicht nach vorne oder nach hinten, ich weiß es nicht genau. Also das passiert auch manchmal, aber wenn man in dem Raum drin stand, an einem bestimmten Punkt, hat das natürlich absolut funktioniert und es war wie so eine Verdopplung oder Verlängerung des Containers. Und hier sind es jetzt Einstülpungen von Fassaden, die ich in unterschiedlichen Ländern und auch Kontinenten aufgenommen habe und die letztlich eigentlich eine Referenz sind an an Container, die ja auch keinen Ort haben, teilweise sogar schon zur Architektur werden, aber die eigentlich dafür stehen, für diesen globalen Transfer von Gütern, Kultur, aber eben auch Daten austauschen, ein Ort, also völlig unspezifisch, ein völlig unspezifischer Behälter und der eben jetzt gefüllt wird mit einer vermeintlich spezifischen oder vielleicht auch unspezifischen Architektur, wie zum Beispiel die, die man wahrscheinlich eher in so einem arabischen Raum vermuten würde, Afrika, Mittlerer Osten, wie auch immer, aber faktisch habe ich diese Flächen in Zürich gefunden auf einem Schiff. Und es spielt so mit der Wahrnehmung, wo jetzt man ordnet sofort irgendwelche Flächen, Ornamente, Fassaden irgendwo zu, oder diese Glasfassade war zum Beispiel in Tokio aufgenommen und also es sind so, dass man so Spezifika sucht oder auch Identifikation, kann ich diese Architekturen im Ort zuordnen und es gelingt uns einfach in der Regel kaum noch. Das ist sozusagen ein kleiner Ausschnitt noch aus dieser Ausstellung Kunstverein, die zeige ich aber nochmal und das ist nur ein Projekt, das noch zeigen wollte. Dieses ist nicht von mir, sondern jetzt habe ich die Künstlerin vergessen, die hat die Fassade von dem Palast der Republik, wo er schon abgerissen war, eben als außen auf die temporäre Kunsthalle gebracht. Ich habe es aber deswegen mit reingenommen, auch weil innen in der Kunsthalle zu der Zeit eine Ausstellung, die Karin Sander kuratiert hat, wo ich auch dabei war, sie hat Berliner Künstler aufgefordert, eben einen Audiobeitrag
zu ihren Arbeiten zu machen. Und es ist sozusagen eine erzählte Installation, die letztlich damit spielt. Also ich habe es dabei, ich möchte es Ihnen jetzt aber nicht unbedingt vorspielen, weil es ist eigentlich, Sie haben die Arbeiten schon gesehen, deswegen funktioniert es nicht mehr. Es geht darum, dass diese Arbeiten, die Sie jetzt gesehen haben, die Virtual Interior beschrieben wird und man eigentlich in einem weißen Raum steht und diese Arbeit imaginieren muss oder kann oder soll. Okay, und irgendwie muss man natürlich auch immer versuchen, Abschlüsse zu finden. Ein erster zaghafter Versuch war dann eben mit diesem kleinen Mini-Katalog, dieses Postkartenset zu machen, das letztlich auch nochmal die Arbeiten dazu dokumentiert. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh und glücklich. Und Boris Koran hat auch vorhin gesagt, es ist eigentlich wie, ja, dass es ausgerechnet jetzt erschienen ist. Welch schöner Zufall. Gerade Ende letzten Jahres, das wirklich eine umfassende Dokumentation von den Arbeiten, die so für mich auch dieses Thema Plattenbau endlich mal zum Abschluss bringt, weil ich habe mich zwar wirklich lange und intensiv damit beschäftigt, habe es auch gerne getan, aber es ist natürlich auch, dass es dann einen nicht mehr loslässt, weil man natürlich dann auch immer angefragt wird, wieder zu seinem Thema zu arbeiten. Mir ist es auch nie lästig geworden, also wirklich, es ist so, ich merke nur, ich muss mich jetzt auch und ich will mich einfach auch mit was anderem beschäftigen. Es gibt noch so viel Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte und deswegen zeige ich Ihnen auch, weil ich mache ja nicht nur auf Plattenbau, sondern ich beschäftige mich auch mit anderen Themen, da will ich Ihnen noch kurz zwei zeigen, damit ich dann nicht auf ewig auf die Platte festgeschrieben bin. Und das eine ist eben diese Ausstellung, die diesen Titel auch Searching for Identity hatte, wo ich mich genau mit der Frage auseinandergesetzt habe, was ist der Identitätsgehalt, wo finde ich den? Und in diesem Ordner befindet sich eine Umfrage mit Schülern, Studenten und auch Menschen aus dem Seniorenheim in Nürtingen, die ich gefragt habe, was sie an ihrer Stadt besonders finden, was ist der Identifikationsgrad oder was sind eigentlich so ihre Wunschvorstellungen. Es ist schon ernüchternd, dass die ganze junge Generation eigentlich sozusagen nur nach also H&M und eigentlich alle austauschbaren Dinge, die so in der Stadt eben auftauchen, an jedem Ort, letztlich für sie das sind, was die Stadt für sie ausmacht. Und das war schon ernüchternd, interessant und ernüchternd. Und ich habe dann, was ich gemacht habe, war dieses Gebäude, sehr spannend, spannendes Gebäude, soll abgerissen werden in Nürtingen. Es ist eine historische Referenz auf die Textilkultur, die in dieser Stadt war, oder die Textilproduktion. Nürtingen ist wahrscheinlich vielen weniger bekannt, aber Harald Schmidt kommt aus Nürtingen, hat schon viele Witze darüber gemacht, deswegen ist es einem vielleicht ein Begriff darüber und da spricht man auch so wie er, wenn er mal schwäbelt. Und Nürtingen ist interessant eben wegen dieser Textilgeschichte, die aber heute natürlich keine Rolle mehr spielt und diese Stadt hat wirklich Standortprobleme, auch wirtschaftliche Probleme. Und ich habe eben dann das zum Anlass genommen, mich mit diesem Ort insbesondere auseinanderzusetzen, auch dort wieder nach den Spuren zu suchen, die zeigen, welche unterschiedlichen Nutzungen dieses Gebäude hatte, wie dass sich alle möglichen Nutzungsarten von Atelier über Maschinenraum, über Wände, die eingestellt worden sind, wieder rausgenommen. Alles hat sich irgendwie in diesen Boden eingeschrieben und es ist fast wie so eine Narration geworden, eine historische Geschichte, die ich aber dann habe wieder zum Bild werden lassen und dadurch eigentlich auch diesen Moment konserviert habe. Und jetzt noch zum Abschluss noch einen Themenkomplex, der nochmal nicht in eine andere Richtung geht, sondern natürlich sich ganz elementar mit dem Verlust von Identität auseinandersetzt oder auch in der Suche nach Identität und wie gehe ich mit radikalen, brachialen, brutalen Stadtveränderungen um. Und der Auslöser war die Auseinandersetzung mit dem Thema mediale Inszenierung. Ich habe ja auch Kultur- und Medienwissenschaften studiert und ich habe mich durch diesen Background, diese Auseinandersetzung mit Medien, mit medialer Aufbereitung von Ereignissen ganz intensiv mit dem Thema Krieg und Stadt anhand von Sarajevo auseinandergesetzt. Ihnen muss ich es nicht sagen, ich meine, das war für uns alle natürlich ein Schock. München war natürlich viel näher dran als Berlin, kann man sagen. Also hier wurde es auch viel mehr diskutiert als in Berlin. Und was mich halt interessiert hat, was passiert da wirklich vor Ort? Ein Krieg auf europäischem Boden, Ende des 20. Jahrhunderts.
in einer Form, das, da kann man eigentlich kaum was dazu sagen. Und ich war noch nie in Bosnien-Herzegowina, ich war noch nie in Sarajevo. Ich bin sozusagen direkt nach Dayton hin. Es wurde nachts, war noch Ausgangssperre und es wurde auch noch geschossen. Man hat auch gemerkt, also dass öfters mal Minen hochgegangen sind. Und ich bin eben dort runtergefahren, weil ich wirklich wissen wollte, was ist real dort unten, wie ist die Situation. Und diese Stadt oder dieses Gebiet ist natürlich eine touristische Attraktion gewesen. Und wenn man sich dem Stadtgebiet nähert, sieht man ja auch von der Ferne eigentlich alles idyllisch und wunderbar. Und wenn man dann näher kommt und diese Gebäude einzeln unter die Lupe nimmt, dann offenbart sich natürlich ein ganz anderes Bild. Die berühmte Bibliothek, die Bilder gingen um die Welt, als sie brannte und der ganze Bücherschatz in den Himmel stob. Die große Frage, die sich natürlich entzündet hat nach diesem Krieg, der ja ganz klar ein Krieg gegen die Stadt, gegen die Kulturen, gegen die Zivilbevölkerung war, wie gehe ich damit um? Also nimmt man sowas zum Anlass, wie natürlich in vielen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, okay, ich mache jetzt eine neue Setzung, ich mache einen Neuanfang, ich reiße viel ab und baue komplett neu auf, oder sage ich, ich will etwas bewahren, ich will ein kulturelles Erbe bewahren oder ich muss sogar ein kulturelles Erbe bewahren, weil zum Beispiel gerade diese Bibliothek für die Leute in Sarajevo ein Höchstmaß an Identifikation mit ihrer Stadt bedeutet. Die hat schon fast Wahrzeichencharakter, nicht weil sie als Architekturmonument wahnsinnig wertvoll wäre, sondern weil sie einfach für diese Stadt und ihre Multikulturalität auch steht. Ich habe mich dann auch intensiv damit beschäftigt, was war die Situation während dem Krieg. Ich habe bei Leuten dort gewohnt, habe mich die Belagerungssituation untersucht, die in Bezug auf die Topografie, um irgendwie zu versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, dass der Zerstörungsgrad der innerhalb der Stadt zu kartieren. Und dann eben Bilder links immer schwarz-weiß aus einem Fotoband, der während des Krieges gemacht worden ist, und rechts meine Fotos, wo ich eben diese ganzen Spuren noch gefunden habe. 96 und 97 war zweimal dort. Und das ist auch das Interessante, wie versucht man sich eigentlich zu schützen gegen diese brutalen Angriffsarten. Weil es wird ja nicht auf einen geschossen, weil man eine Waffe hat oder eine Gefahr darstellt, sondern es wurde einfach auf wehrlose Menschen aus dem Hinterhalt geschossen. Das sind so Wege, die sich die Leute innerhalb der Stadt gebahnt haben. Und das sind die Waffen, die Zerstörung angerichtet haben. Auch interessant, kurz davor war Desert Storm, also dieser Einsatz intelligenter US-Waffen, die einem suggerieren wollten, man könnte präzise Ziele treffen und ganz gezielt nur ohne menschliche Verluste töten. Und einer der schlimmsten Kriege war mit konventionellen Waffen geführt und hat unzähligen Menschen und auch Kindern natürlich das Leben gekostet. Mich hat interessiert, welche Art von Zerstörung das ist. Man sieht hier auch, dass gezielt auf Wohnhäuser natürlich geschossen worden ist und zerstört worden ist. Und was die anrichten können. Und dann eben auch zum einen diese Frage, was kann man aus der architektonischen Sicht tun, aber was kann man natürlich auch aus einer distanzierten Sicht tun, auch weil ich von Leuten gefragt worden bin, wie die Sicht von außen auf die Situation ist, weil sie selber nach 3,5 Jahren Belagerung auch ein bisschen wissen wollten oder auch Hilfe einfach benötigt haben. Ich habe dann noch vor 5 Jahren diese Installation in Solitude gemacht, wo es auch um die Frage Searching for an Ideal Urbanity ging, also eigentlich die Idee, dass Sarajevo als Stadtmodell eine tolle Stadt ist, eine multikulturelle Stadt, und die eben mit dieser Zerstörung wirklich sehr gelitten hat und es auch noch bis heute tut und nur schwer auf die Beine kommt. Was mich auch interessiert hat, waren eben diese Darstellungsformen, mit welchen Medien ich welche Assoziationen auch hervorrufe. Also auf der rechten Seite war das ein Super-8-Film, der lief. Super 8, eigentlich die Kamera, die in Haushalten der 70er Jahre immer die Familienurlaubsdokumente waren. Also einige von Ihnen sind damit wahrscheinlich aufgewachsen. Links eine ganz andere Sprache, also ich habe gemerkt, dass man eigentlich oft mit Zerstörungsbildern in Schwarz-Weiß sofort Zweiter Weltkrieg assoziiert, und deswegen habe ich versucht, welche Bildsprache kann ich
wählen, die zeigt, dass es A, eben sich um was anderes handelt und auch eine Sprache, die vielleicht auch noch berühren kann, weil man schon feststellt, dass man natürlich bei diesen ganzen Kriegsbildern, mit denen man auch permanent konfrontiert ist, man will sich mit dem Thema auch nicht beschäftigen, man will sich damit darauf nicht einlassen und man versucht automatisch in eine Distanz zu gehen. Und je gewohnter man ist an eine bestimmte Bildästhetik oder eine Bildsprache, desto mehr fällt sozusagen hinten durch. Und die Frage einfach, kann ich noch eine Darstellungsform oder eine Sprache finden, die letztlich doch nochmal irgendwo ankommt und etwas davon transportiert, was da wirklich vor Ort ist. Ich habe das Lost Homes genannt, das sind große Panoramen gewesen, auch wieder diese Idee des Panoramas, der nicht direkt räumlichen Illusion, aber schon eine Rauminstallation, die einem das Gefühl vermittelt hat, man steht da fast drin und eben konnte eben diese Distanz nicht mehr wahren, auch wenn die Bilder natürlich einen gewissen Abstraktionsgrad haben. Und um dieses Projekt auch wieder zum Abschluss zu bringen, musste ich natürlich auch ein Buch draus machen, das dann auch wieder so eine fragt, kann die Stadt überhaupt noch ein Schutzraum sein? Und die Historie der Stadt hinterfragt von den Anfängen, von den ersten Stadtmauern bis heute, wo eigentlich die Stadt keinen Schutzraum mehr bieten kann. Und Sarajevo hat das eigentlich auf sehr gute Art und Weise gezeigt. Und dieses Thema Zerstörung oder auch, also dieses wirklich, diese radikale Brüche oder Zerstörungen, die von heute auf morgen eigentlich ganze Landstriche zerstören, das sind Bilder aus Japan, haben Sie vielleicht noch in Erinnerung, der Tsunami, das Erdbeben, das einen ganzen Küstenstrich fast komplett zerstört hat. Das sind so Themen, die mich auch noch weiter beschäftigen werden. Also das sind so die Anfänge für eine Arbeit, die ich jetzt im Moment noch angehen werde. Und die Frage, was geht, was bleibt, was kommt, die beschäftigt uns ja wahrscheinlich alle immer wieder. Und das ist eigentlich auch diese drei Zeitebenen, sage ich jetzt mal, die in allen meinen Arbeiten auch eine Rolle spielen. Ich zeige das aber auch deswegen, weil es ein Plakat ist, das, wie man hier jetzt nicht erkennen kann, auf ein erstes Symposium hinweist, das ich in meiner Funktion als Leiterin des Weißenhof-Instituts an der Akademie gemacht habe. Das war 2007 und die sich mit dem Thema Update 90 Jahre Bauhaus beschäftigt hat. 2009 wurde das Bauhaus 90 oder wäre 90 geworden. War ein großes Spektakel und überall gab es Ausstellungen und an der Akademie, die letztlich auch auf diesem Bauhausmodell ja noch auffußt und die Schüler von Lehrenden an der Akademie letztlich ja auch am Bauhaus gelehrt haben, war das natürlich eine Frage, die da brennend war. Und ich hatte Ihnen gerade noch dieses Bild des berühmten Fokus gezeigt, auch eine Referenz an mein Lehrfach, das ich unterrichte, die Gestaltungslehre, die ja letztlich eigentlich ein Erbe ist, des Bauhauses, beziehungsweise das Bauhaus hat den Fokus auch nicht erfunden, sondern die Idee für diese Gestaltungslehre, die am Anfang des Studiums steht, interdisziplinär, frei, künstlerisch für die angewandte Gestaltungspraxis, ist ja hier in München entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Und zwar über 10 Jahre vorher in einer privaten Kunstschule. Und es zeigt eigentlich, dass wie viel hier zugange war und wie viel Umbrüche, Wandel und auch Aufbruchsstimmung war und was daraus resultiert ist. Und erst im Bauhaus ist es dann sozusagen etabliert worden. Auch wenn das Bauhaus nur 14 Jahre existent war, ist es bis heute eigentlich ein Modell, das noch in vielen Hochschulen übernommen wird und teilweise auch fast ungefragt noch mit den ähnlichen Inhalten gelehrt wird. Auch eine spannende Frage, wie geht man mit dieser avantgardistischen Tradition um, mit dieser Historie, inwieweit benötigt man ein Update und eine Veränderung? Also das hat mich beschäftigt und nach jedem Symposium entsteht dann, und jetzt kann ich wieder elegant zu den Veranstaltern überleiten, auch ein Buch, und das machen wir zusammen mit Studenten, und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, weil das hat eigentlich sehr gut funktioniert und es gibt den Studenten eben auch die Möglichkeit für ein professionelles Buch, das dann auch in einem Verlagsprogramm erscheint, zweisprachig zu gestalten, und das betreue ich zusammen immer mit meinem Kollegen Uli Kluss. Die machen auch die Plakate, war jetzt nicht gerade mein Favorit, aber
die Themen sind irgendwie mir besonders wichtig. Parallel finde dann immer ein Workshop interdisziplinär mit Studierenden aus Architektur und Kommunikationsdesign, Textilgestaltung, Produktdesign statt, die dann in interdisziplinären Themen zu Teams zu diesem Thema dann Projekte machen, und die stellen wir dann im Rahmen von diesen Symposien aus. Und das ist auch ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt. Das sieht man leider nicht so ganz scharf, aber die drei Jungs, die das gemacht haben, die haben wirklich ein neues Programm geschrieben, das schafft, dass diese wirklich über Seiten, das sage ich jetzt für die ganzen Grafiker, Typografen hier, hier einen Verlauf gibt. Also zum Thema Gestalt der Bewegung, das Geschwindigkeit andeutet, und wirklich jede Seite läuft entweder in die eine Richtung oder grafisch in die andere Richtung, und das ist ein wirklich spannender Effekt. Gibt auch ein kleines Daumenkino im Buch, was vielleicht eher konventioneller ist. Also es hat Aufsehen erregt, und wir sind so ganz knapp an so einem Preis auch da vorbeigeschrappt. Auch eine studentische Arbeit zum Thema Ethik in Ästhetik, Fragezeichen. Auch ein Thema, das mich lange beschäftigt und sehr am Herzen liegt, und wo wir dann eben dieses Symposium vorletztes Jahr gemacht haben. Auch wieder studentische Arbeiten, interessanterweise mit dieser Fragestellung, what makes a home a home? Das hatte nichts jetzt mit meiner Arbeit zu tun, sondern das war wirklich aus dieser Auseinandersetzung geschuldet, und da ist jetzt auch gerade das Buch dazu erschienen. Und das, jetzt gerade im Dezember hatten wir eben auch meine letzte Veranstaltung, weil ich jetzt diese Leitung ausläuft in diesem Jahr, sozusagen mein Abschiedssymposium Kunst und oder Design, die es genau nach diesem Spannungsverhältnis zwischen freien und angewandten Künsten fragt. Und für das Buch habe ich jetzt hier noch eine prominente Lehrstelle, weil das natürlich jetzt gerade in der Mache, und wir haben jetzt nächste Woche ein Treffen, wo dann festgelegt wird, wer das macht. Also was geht, was bleibt, was kommt. Ich fand das eine wirklich tolle Grafik auch von einem Studenten, weil eigentlich immer dieses Neue, dieses Kommen oft auch mit so einem brachialen Akt zu tun hat. Man muss vielleicht auch manchmal was reißen. Und das ist noch ein Bild von Superstudio, das ich jetzt ans Ende stelle, weil ich mich zum einen dieses Thema Utopie mich in der unmittelbar nächsten Zukunft nochmal beschäftigen wird auf gestalterischer Hinsicht, aber damit wir nicht, wenn wir in neuen Gesellschaftsmodellen denken oder uns über neue Lebensformen Gedanken machen, auch zu enden. Also das fand ich ein ganz starkes Bild. Und ich will jetzt den Vortrag abschließen mit einem ganz kurzen Film, den ich für die Firma Steelcase gemacht habe, die im letzten Jahr ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat und ich weiß nicht wie viel, ich glaube 50 Leute international gebeten hat, über den ganzen Globus verteilt, ihre Vision zu versprachlichen oder verbildlichen oder wie auch immer. Und ich habe dieses kurzen Einspieler gemacht, der eigentlich so sagt, was passiert, wenn wir eigentlich so weitermachen wie bisher und uns nicht darüber Gedanken machen, wo das hingehen kann, oder vielleicht auch uns damit auseinandersetzen, dass wir was ändern müssen. Wie kann dann die Welt in 100 Jahren aussehen? Und ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich die meisten einig, dass der Wandel oder die Veränderung natürlich eigentlich überlebenstechnisch absolut wichtig ist. Und das denke ich, dieses Filmchen ist so vielleicht auch so ein ganzes, ganz guter Abschluss für den Vortrag. Und es endet auch gleich. Es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber es soll eigentlich auch mehr eine Motivation sein. Danke.